Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich bin die Sandra und ich bin der Jens und gemeinsam betreiben wir den Kanal I Like Reisen. In diesem Video geht es um ein Fazit und zwar um 70.000 Kilometer und 3,5 Jahre unterwegs in einem Sunlight Adventure Cliff 640, genau. Und zwar auf Ducato Basis. Es gibt wahrscheinlich wenige, die den Wagen mehr strapaziert haben wie wir. Wir waren wirklich fast drei Jahre unterwegs in diesem Kastenwagen zu zweit. Und was da die positiven und was da die negativen Punkte waren, das möchten wir euch nach dem Intro erklären. Ja, um was geht es eigentlich jetzt hier genau in diesem Video? Also grobe Gliederung. Es geht zuerst mal um das Fahrzeug. Was waren da die positiven, was waren da die negativen Seiten während diesem Zeitraum? Zum Zweiten um den Ausbauer, in unserem Fall Sunlight Cliff. Dann gehen wir auf jeden Fall nochmal auf den Händler ein. Der Händler war bei uns die Güma in Wertheim, der Philipp, der ist wohl einigen bekannt auch hier in YouTube. Und dann geht es nochmal so ein klein bisschen darum, um zumindest die großen Einbauten, die wir hier in diesem Fahrzeug gemacht haben, ob wir die jetzt gut oder schlecht fanden. Haut ihr auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr Dinge genauso seht oder ganz anders seht als wir. Oder ob vielleicht bei euch was ganz anderes aufgetreten ist. Das würde uns brennend interessieren und interessiert vielleicht auch andere, sodass man community-mäßig sich da ein bisschen austauschen kann in den Kommentaren. Aber jetzt starten wir mal von außen mit dem Fiat Ducato. Wir haben einen Fiat Ducato 2,3 Liter Turbodiesel mit 140 PS. Wir wollten ursprünglich sehr gerne 160 PS und eine Automatik haben. Das Ganze ist nun mal 140 und ein Schaltgetriebe geworden. Ganz ehrlich, überall wo wir hin wollten, sind wir auch hingekommen und die 140 PS haben uns die ganze Zeit gereicht. Mittlerweile haben wir allerdings auch erfahren, dass gerade mit dem Automatikgetriebe es Probleme gibt. Deswegen sind wir ganz froh, dass wir doch einen Schalter haben. Millionen von Postboten können nicht irren. Wir hatten tatsächlich genau ein Problem und das war der Turboschlauch. Der ist uns ziemlich am Anfang schon im ersten Jahr gerissen. Der wurde ausgetauscht, dann war auch alles wieder in Ordnung. Es kam ein paar Mal in diesem Zug damit auch das Glühkerzensymbol. Das leuchtet gar nicht mehr auf. Das heißt, das ist tatsächlich das einzigste Problem, was wir mit dem Basisfahrzeug vom Motor her hatten. Die Männer gehen vorbei und wo gucken sie als erstes hin? Auf unsere Reifen. Wir haben ab dem ersten Kilometer die BF Goodrich All-Terrain Reifen drauf, mit einer Flocke natürlich. Und hier vorne ist tatsächlich auch noch der erste Satz drauf. Die haben jetzt 70.000 Kilometer Runde und haben uns schon ganz schön oft aus der Bredouille geholfen. Hinten haben wir jetzt zwei neue drauf und zwar aufgrund dessen, dass wir zu Anfang kein Luftfahrwerk drin hatten und da ganz schön die Reifen abgesäbelt sind, weil wir natürlich kilomäßig immer absolut am Limit sind. Unsere hinteren Reifen haben sich extrem schlecht abgefahren. Und zwar hatten wir hier so ein richtiges Sägezahnprofil. Das heißt, da musste man was tun und haben Goldschmidt Luftfahrwerk eingebaut. Und das war die goldrichtige Entscheidung. Vorher konnten wir tatsächlich die Hand nur so hier hin tun. Jetzt können wir es so machen. Es hat tatsächlich 13 cm ausgemacht. Und die Reifen fahren sich endlich vernünftig ab. Also dadurch, dass wir ein Leitchassis haben, war das die goldrichtige Entscheidung, das Luftfahrwerk einzubauen. Plus, was auch richtig cool ist, wo man erstmal gar nicht drüber nachdenkt, ist, wenn wir irgendwo ankommen, wir können tatsächlich 1-2 Grad dadurch nivellieren und uns gerade hinstellen oder so hinstellen, wie wir es gerne möchten. Rechts, links geht auch noch ein bisschen, aber nicht ganz so viel. Aber das ist auf jeden Fall richtig cool. Und jetzt ist es so, dass die Reifen sich richtig gut abfahren und das Goldschmidt-Fahrwerk war auf jeden Fall eine richtig gute Entscheidung. Seht ihr es? Dieses Tiefschwarz dieser Plastikteile. Nein, es ist natürlich nicht mehr vorhanden. Obwohl wir es richtig gut gepflegt haben, auch mit Plastikpflege, es bleicht immer wieder aus. Und das finde ich tatsächlich sehr schade, dass bei einem 3 Jahre alten Fahrzeug das schon so aussieht, als ob das Auto 20 Jahre alt wäre. In all den vielen Jahren von Fiat nichts dazugelernt. Nein. Der Lack des Fiat Ducato ist wirklich schlecht. Es ist, lässt sich unheimlich schlecht reinigen, es kommt unheimlich schnell Kratzer bei. Es ist nicht wirklich gut überall lackiert worden. Allerdings muss man auch einfach dabei bedenken, es ist als Kastenwagen produziert worden und nicht ursprünglich als Wohnmobil. Dementsprechend sind diese Mängel einfach da und die nimmt man auch einfach in Kauf, weil insgesamt ist ja der Fiat Ducato ein sehr zuverlässiges Fahrzeug. Haut es mal unten in die Kommentare, wie euer Auspuff aussieht, falls ihr auch ein Fiat Ducato habt. Also unsere rostet ja sehr gerne.
eine Sache, die wir auch nicht so ganz nachvollziehen können, ist, warum heutzutage noch Halogen verbaut wird. Die hat man natürlich auch bei der Auslieferung des Fahrzeugs drin, haben das direkt mal rausgeschmissen. Und zwar haben wir das Ganze gegen die Osram Nightbreaker LED-Birnen getauscht. Und das ist tatsächlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Denn vorher war das Ganze einfach wie ein Kerzenlicht und jetzt haben wir ordentlich Power und haben das natürlich direkt fürs Fernlicht und Abblendlicht gealtert. Und jetzt kommen wir mal zu den Knarzgeräuschen. Es hat hier drin geknarzt. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Wir sind bald wahnsinnig geworden. Es war ein ganz ekelhaftes Geräusch, so Plastik auf Plastik, wie so zwei Plastikflaschen. Furchtbar. Wir hatten alles im Verdacht. Wir hatten die Markise im Verdacht, wir hatten die Tür im Verdacht, wir hatten alles im Verdacht. Und haben es nicht gefunden. Es hat 2 Jahre gebraucht, bis wir es gefunden haben. Und jetzt kommen wir zu dem Tipp, weil wahrscheinlich ist bei euch genau das Gleiche. Und zwar geht hier genau an der Stelle und unten Plastik auf Plastik aufeinander und es ist, wie gesagt, Höllengeräusche. Und dann haben wir, also ihr könnt entweder Ballistol verwenden oder wir haben jetzt hier von Wirt das HHS 2000. Einfach irgendwas zum Schmieren. Genau, einfach drauf und es hört auf zu quietschen. Eine Wohltat, denn gerade wenn es warm wurde und das Ganze sich ausgedehnt hat, wurde das richtig penetrant hier drin. Ja, und ja, dadurch ist es einfach das Rätsels Lösung. Mega. Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden mit unserem Fiat Ducato, nachdem wir den jetzt 3 Jahre mit dem durch die Weltgeschichte rumfahren. Es ist, ja, es gibt so ein paar Kleinigkeiten, aber die muss man letztendlich mit in Kauf nehmen. Und jetzt starten wir mal mit dem Sunlight Part durch. Starten wir mal mit dem Innenausbau unseres Sunlight Cliff Adventures. Hier muss man immer in Relation sehen, was wir eigentlich für das Fahrzeug bezahlt haben. Und zwar 21, knapp unter 50.000 inklusive Solar und dem BF Goodrich Reifen. Wir müssen sagen, das Innenkonzept und vor allem die Farbgestaltung gefällt uns immer noch sehr, sehr gut. Das Grau, das Weiß, das Holz mit dem Schwarz in Kombination. Wir fühlen uns pudelwohl nach wie vor. Aber wie gesagt, man muss auch immer den Preis beachten. Aber jetzt kommen wir mal zu den Sachen, die wir uns anders gewünscht hätten oder die wir sehr hervorheben möchten. Kommen wir mal zu all den positiven Sachen, die uns jeden Tag in unserem Alltag hier in unserem Kastenwagen richtig gut gefallen. Zum einen hier vorne die Dinette. Für uns absolut ausreichend vom Platz her. Wir können hier richtig gut arbeiten und auch essen, denn wir essen ja auch sehr gerne. Und hier drüber ist ja auch dieses Fach, was wir richtig gut finden. Wir hatten ja erst überlegt, so einen Skyroof zu haben. Aber das Fach ist echt richtig gut und da kommt nochmal ordentlich was rein. Dann hier in der Küche haben wir auch richtig viel Platz und tatsächlich, also das reicht absolut an Platz und man hat ja hier auch nochmal ordentlich Fläche, ja, zum Arbeiten und Schnippeln und es passt tatsächlich alles rein. Ich war da ein bisschen skeptisch am Anfang, aber ich muss mittlerweile sagen, dass ich sehr, sehr gerne hier auch in der Küche koche. Ja, und hier hinten, das ist ein riesiges Bett, das ist größer als bei uns jetzt zu Hause. Das ist 2x2 Meter groß. Und auch das bietet einfach nochmal ordentlich Platz, vor allem auch Platz darunter, natürlich in der Garage, denn da passt auch ordentlich was rein. Ja, und ich sitze auch hier sehr gerne und arbeite auch einfach, wenn der Jens hier vorne am Arbeiten ist. Und das Bad bietet auch genügend Platz, um zu duschen und so weiter. Also das ist auch im Verhältnis zu dem, dass es ja nur ein Kastenwagen ist, echt absolut groß genug. Und wir haben hier drunter auch nochmal diesen Schrank. Und den finde ich auch richtig super, denn da passt auch nochmal echt viel rein. Also insgesamt so was auch nochmal an Stauraum da ist und so weiter. Weil man muss immer bedenken, es ist ja kein Teil- oder Vollintegrierter, sondern nur ein Kastenwagen. Haben wir hier schon echt viel Platz und Stauraum und fühlen uns da auch richtig wohl. Und das ist auch echt gut durchdacht von Sunlight. Das waren jetzt mal so all die positiven Punkte. Natürlich gibt es auch negative Punkte. Und wir waren jetzt schon 2-mal in Gümer bei Wertheim für Garantiefälle. Und da muss ich sagen, wurde uns richtig, richtig gut geholfen. Und was da alles gemacht worden ist, beziehungsweise was überhaupt unsere Garantiefälle waren und was wir nicht so gut finden vom Ausbau her, das erkläre ich euch jetzt mal. Wir sind wirklich happy mit unserem Händler, der Gümer in Wertheim. Denn die denken auch einfach mal um die Ecke und halten sich nicht immer komplett an die Reparaturanweisung von Sunlight. Denn so war es zum Beispiel, dass alle Schränke, Oberschränke, durchgegangen haben, was natürlich auch wieder so ein Qualitätsding ist. Mittlerweile wird es tatsächlich anders gebaut. Da kommt nochmal eine Zusatzstrebe, aber es war halt bei uns noch nicht der Fall. Das heißt, man hat hier einfach nochmal eine Aluschiene, auch schön leicht,
eingebaut, sodass das Ganze nicht mehr durchhängt, weil naja, man hätte den Schrank jetzt einfach austauschen können. Das wäre die Reparaturanleitung. Ja, aber dann wäre ja das Ganze genauso wieder passiert. Und das finde ich echt gut, dass man da einfach gesagt hat, okay, wir machen jetzt einfach mal was anderes. So, und das war jetzt einer der Garantiefälle, die wir hatten. Weiter geht's im Küchenbereich, was wir da letztendlich an Garantiefällen hatten. Wir haben jetzt mittlerweile den dritten Kühlschrank drin. Das heißt, der wurde zweimal ausgetauscht. Einmal, weil er gerostet ist und beim zweiten Mal, weil es höllische Geräusche gemacht hat von der Lüftung her. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass es damit jetzt das Thema durch ist. Ist allerdings jetzt nicht so das Problem von Sunlight selber, weil es ist ja ein Tedford-Kühlschrank. Aber gut, das ist jetzt einfach so. Dann, was haben wir noch? Dann haben wir ja hier die sogenannte Spaghetti-Küche. Diese Nöpsis, diese Gumminöpsis, haben wir jetzt auch schon zum zweiten Mal ausgetauscht. Dann ist uns natürlich der Piazzo-Zünder einmal kaputt gegangen. Und dann ist auch eines von diesen Zündern hier ja komplett zerbröselt. Und wir haben jetzt schon den zweiten Wasserhahn, den jetzt der Siebträger ist beim zweiten Mal kaputt gegangen. Das sind aber alles solche Sachen, ja gut, die können kaputt gehen, aber haben wir tatsächlich alle jetzt auch ausgetauscht bekommen. Das Bad. Ja, insgesamt sind wir ja sehr zufrieden damit, aber wer mag schon diesen Duschvorhang? Irgendwann bleibt er immer kleben, dann muss er wieder gewaschen und imprägniert werden, dann geht das wieder eine ganze Zeit lang. Und in weiser Voraussicht haben wir direkt am Anfang um die Duschtasse drumherum auch nochmal selber Silikonnähte gezogen, denn die waren am Anfang nicht da. Wieso, weshalb, warum, müssen wir jetzt nicht verstehen. Die Tedford haben wir auch rausgeschmissen hier und haben das Ganze gegen die Perfect Van, also eine Trockentrenntoilette, ersetzt. Und was haben wir noch hier im Bad gemacht? Wir haben uns zwei zusätzliche Fächer selber eingebaut. Ich habe jetzt mal gesehen, selbst bei den neuen Sunlights ist das immer noch nicht da. Aber es ist echt total genial, da einfach nochmal zwei Fächer hinzuhaben. Wir haben es mal hier neben eingeblendet. Ja, und ansonsten gibt es hier eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Und da hat man auch keinerlei Probleme. Und schon sind wir im hinteren Bereich des Fahrzeugs angekommen. Und ich fange einfach mal oben an. Klar, hier oben hat man mehr als genug Platz für seine ganzen Klamotten, aber uns haben hier neben einfach Ablagen gefehlt, wie zum Beispiel fürs Handy, ansonsten rutscht das ja irgendwo da hinten rein. Das heißt, das haben wir selber nochmal angebracht, das sind, und die sind wirklich praktisch. Was war noch? Wir haben direkt am Anfang schon reklamiert, das war schon bei der Fahrzeugübergabe, und zwar bei allen Lattenrosten, die hier drunter natürlich verbaut sind, sind die Umleimer abgegangen. Das wurde uns auch ausgetauscht bei Grümer und nach kürzester Zeit mussten wir leider auch die Matratzen reklamieren. Die waren relativ zügig durchgelegen, die wurden auch ausgetauscht. Wir haben allerdings eigene Kaltschaummatratzen und nochmal einen ordentlichen Topper hier drauf. Und so schlafen wir richtig gut hier drin. Nochmal zum Schlafkomfort. Hier in der Mitte ist ja ein Brett und kein Lattenrost. Das war ein bisschen schief, das musste man ein bisschen auffüttern. Und dann hat man ja hier vorne einmal eine Strebe und hinten eine Strebe. Und wir haben noch eine dritte Mittelstrebe eingebaut. Denn irgendwie war das in sich alles ein bisschen schief. Und der Jens ist auch sehr empfindlich, was das angeht. Und merkt sofort, wenn irgendwas nicht richtig ist. So, und dadurch haben wir aber einfach geschafft, dass das alles schön strack ist. Und dass das Ganze nicht durchhängt. Gut, wir sind nicht die allerletzten leichtesten, aber dass es so durchgehangen hat in der Mitte, das war schon sehr komisch, und durch diese zusätzliche Mittelstrebe konnten wir das letztendlich loswerden. Dann haben wir auch noch hier hinten dieses Brett montiert, weil auch das ist natürlich schöner, als dass man einfach da hinten gegen den Verschluss von der Tür guckt. Wir haben uns hier noch eine zusätzliche Klappe eingebaut, um dass wir auch einfach bei schlechtem Wetter einfach in die Garage rankommen können. Und was auch direkt am Anfang schon war, war, dass diese Trittstufe ja kaputt gegangen ist. Die wurde dann letztendlich von uns mit zwei ordentlichen Schrauben wieder repariert und seitdem hält die bombenfest. Diese Pushlock-Knöpfe, davon sind einige bei uns schon gebrochen bzw. kaputt gegangen. Das heißt, sind immer wieder durchgedreht auch. Ja, was haben wir letztendlich gemacht? Wir waren jedes Mal unterwegs. Das heißt, Jens hat sie dann immer wieder mit Sekundenkleber geklebt. Wir können euch nur empfehlen, falls sie bei euch kaputt gehen und ihr noch in der Garantiezeit seid, lasst sie euch austauschen und macht dann einfach einen Tropfen Sekundenkleber drauf und dann hält das Ganze. Und was jetzt auch schon mehrfach bei uns kaputt gegangen ist, ist letztendlich diese Scharniere. Da sind ja Dämpfer drin, damit das
so schön langsam nach unten geht. Da hatten wir jetzt auch schon bei 3 Schränken Probleme. Und das war dann jetzt, glaube ich, auch das letzte Mal, dass das uns ausgetauscht worden ist. Und auch dieses Polster war Gegenstand unserer Garantiefälle. Und zwar ist hier einfach die Naht aufgegangen. Wir haben das Ganze zum Polsterer gebracht. Der hat das Ganze auch noch ein bisschen aufgepolstert, denn es war sehr durchgesessen. Ja, und somit wurde das auch alles repariert und es war Gegenstand unserer Garantiefälle. Dann zu den Heizungsluftausströmern. Die sind nicht ganz optimal gesetzt, weil zum einen ist es letztendlich so, dass wir hinten, wenn wir im Bett liegen, nicht genug warme Luft bekommen. Das heißt, hier haben wir nochmal ein zusätzliches Rohr, damit wir auch wirklich hinten auch ein bisschen heizen können. Plus, der hier hinten ist, noch der Luftausströmer, ist direkt gegenüber von der Ansaugung voll die Luft vom Kühlschrank. Das macht wenig Sinn und ist tatsächlich auch in den neuen Modellen, also in den 24er Modellen, immer noch so. Also das könnten sie echt mal anders machen. Was auch noch Gegenstand von einem Garantiefall von uns war, war letztendlich hier diese Klappen für die Fächer, die unten drunter sind. Das heißt, die Klappen haben sich verzogen, haben sich gewölbt und die haben wir dann ausgetauscht bekommen. Ja, und das komplette Brett wurde auch bei uns ausgetauscht, letztendlich aus dem Grund, weil hier unten das Holz aufgequollen war. Ja, und das ist jetzt auch wieder neu und schick. Ja, ein weiterer Garantiefall, den wir hatten. Wir wissen bis heute nicht, wie es passiert ist. Und zwar einer dieser Nöpsis, hier ist das Klebestück, ist einfach abgebrochen. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Wurde letztendlich von Sunlight übernommen und ist jetzt wieder schön neu. Ja, und nun kommen wir mal zum größten Garantiefall, den wir bisher hatten. Und zwar der Boden. Das ist ja, glaube ich, so das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, dass irgendwas mit dem Boden ist. Ja, letztendlich war es bei uns so, dass der Boden durchgelaufen war und gewippt hat. Wir blenden es hier neben nochmal ein. Über diesen Bereich war hier alles richtig am Wippen. Da sind wir echt froh, dass wir an der Gümer geraten sind. Der Schreiner vor Ort ist richtig, richtig klasse. Denn die Reparaturanleitung von Sunlight sah so aus, dass von unten in die Karosserie Löcher gebohrt werden sollten und es von dort aus repariert werden sollte. Und dann waren wir völlig schockiert, als wir das gehört haben. Und der Schreiner war genau der gleichen Meinung wie wir auch und hat letztendlich eine komplett andere Lösung von hier innen gefunden, wie er diesen Boden wieder komplett strack und auch vor allem stabil bekommen hat. Richtig, richtig gut. Auch da nochmal ganz, ganz, ganz lieben Dank an Gümer, denn laut Reparaturanleitung durften sie nur 8 Stunden abrechnen. 2,5 Tage haben sie dafür gebraucht. Und ich glaube, jedem anderen hätten sie das genauso auch repariert und werden es auch in Zukunft so reparieren. Weil wenn es eine Reparaturanleitung gibt, ist es ja wohl anscheinend ein bekanntes Problem. Und wir sind richtig, richtig dankbar, dass es gemacht worden ist und dass es auch auf diese Art und Weise gemacht worden ist. Und auf diesem Weg nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Ja, wenn man sich mal alles so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, nach 3 Jahren, was dann an Garantiefällen gelaufen ist, hält sich die ganze Geschichte eigentlich im Rahmen. Definitiv. Das mit dem Boden war natürlich ein totaler Schock. Auch da von meiner Seite nochmal ganz, ganz lieben Dank an den Philipp und an sein Team in Wertheim. Mega. Was ganz, ganz toll ist, ist auch, wenn man bei der Gümer in Wertheim zu den Werkstätten hinten rausgehen. Da geht man um so eine Ecke rum und da steht ganz groß, denkt auch mal um die Ecke oder sowas in der Richtung. Genau. Und da ist der Name Programm. Das finden wir richtig, richtig, richtig klasse. Philipp, wenn du das siehst, darfst du auch gerne mal was in die Kommentare schreiben. Genau. Ansonsten, was haben wir im Grunde genommen hier in dem Wagen ansonsten noch umgebaut? Das ist oben Solar. Genau. 2x 110 Watt. Die haben wir uns direkt einbauen lassen. Dann haben wir von 2 AGM-Batterien, 2x 95 Ampere, sind wir einmal auf 170 Ampere Lithium-Eisenphosphat gegangen. Genau. Sind dann nochmal, haben dann nochmal umgebaut auf 270 Ampere-Stunden. Genau. Allerdings auch nur, weil wir eine Kooperation haben mit CreaBest. Da findet ihr auch unten in der Videobeschreibung noch einen Link. Ganz im Ernst, die 170 Ampere, die reichen eigentlich vollends aus. 270 ist natürlich auch toll, wenn das direkt unter den Sitzen ist. Genau, weil wir sind letztendlich mit den AGMs überhaupt nicht zurechtgekommen. Ja. Und dann haben wir jetzt noch eine Powerstation dabei, weil wir ja keinen Wechselrichter verbaut haben. Genau. Da fällt mir ein, was wir nicht genannt hatten, was von Anfang auch nicht verbaut war, waren Ladebooster. Den haben wir auch noch zusätzlich einbauen lassen. Das stimmt. Ich weiß nicht, schaut nach, wie wenn ihr euch einen Neuwagen von Sunlight kauft, ob der drin ist. Bei uns, beim 21er Modell, war der nicht drin. Ausgerechnet beim 21er Modell. Im 22er war es, glaube ich, wieder drin. Ja.
Dann, was haben wir noch gemacht? Wir haben die Wasserpumpe ausgetauscht. Die Wasserpumpe, wir haben eine Druckwasserpumpe drin, die trotz alledem über den Mikroschalter läuft. Genau. Von der Duscharmatur. Genau. Das ist ganz gut. Dann haben wir die Wasserschläuche, haben wir komplett gewechselt auf stärkere. Genau. Das ist eine Sache, bei Druckwasserpumpe auf jeden Fall, da reichen die normalen Schläuche nicht aus. Genau. Ja. Und dann haben wir noch uns eine Powerstation gegönnt. Die Powerstation, das hatten wir schon erwähnt gehabt. Genau. Das Bett war ein unheimlich wichtiger Punkt bei uns, dadurch, dass wir wirklich fast 3 Jahre Vollzeit in dem Wagen gelebt haben. Also ein ordentlicher Topper mit Kaltschaummatratze. Das war auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Entscheidung. Eine der allerbesten Entscheidungen war definitiv das Luftfahrwerk. Definitiv. Die Allwetterreifen, die BF Goodrich, auch eine tolle Sache. Wobei man sich da wirklich auch schlau machen muss, Luftfahrwerk, wenn man kein Luftfahrwerk drin hat, wie viel Bar Luft hat man auch in den Reifen drin? Also das mit dem Sägezahnprofil bei den BF Goodrich ist wirklich nicht zu unterschätzen. Aber jetzt die Kombination mit Allwetterreifen, mit Schneeflocke auch für den Winter und das Luftfahrwerk, tipptopp. Das ist ein neues Auto, das ist ein anderes Auto. Aber jetzt kommt es auch noch, da geht es ja immer um den Luftdruck, mit wie viel Luftdruck soll gefahren werden. Wenn ihr einen Luftdrucksensor habt, viel Spaß. Wir haben den Gott sei Dank nicht, weil angegeben wird das Ganze mit 5,5 Bar im Türraum. Das kannst du komplett vergessen. Aber das funktioniert nicht, weil dann fällt dir die ganze Kiste aus. Das hat auch nichts mit Sunlight zu tun oder Detlefs oder Hümer oder sonst irgendwas. Ich bin mir sicher, in einem Hümer hast du die ähnlichen Geräusche wie bei uns hier in einem Sunlight. Genau. Beim Turne, beim Freund von uns, da war es okay. Aber ganz im Ernst, die ersten 2 Wochen hat die Sandra mehr hinten im Aufbau verbracht und ich irgendwie über Landstraßen gefahren oder über Feldwege gefahren, um irgendwie diese ganzen Geräusche ausfindig zu machen. Und hier sind ein paar Tonnen an Filzkleidern und alles Zeug hier reingekommen. Hat er fix, genau. Ja. Also letztendlich haben wir unsere Reifen auf 4,5 Bar fahren wir die. Mittlerweile. Wir haben allerdings in Griechenland auch viel 3,5 Bar gefahren und 4 Bar, das war ganz klar zu wenig. Das war dumm, ja. Aber da muss man genau nachgucken. Aber bevor wir uns jetzt weiter verquasseln, wir haben hinten noch eine Leiter hinten, haben wir hinten drauf. Die haben wir nicht wirklich großartig gebraucht, aber es war ein ganz nettes Feature, um dass man mal hochkommt, wenn irgendwas sein sollte. Die Sandboard-Halterung haben wir noch dran. Sandboard-Halterung haben wir jetzt noch eine neue mit drauf, die blenden wir nochmal ein. Die hat uns tatsächlich auch schon geholfen. Und viele, viele Sachen von Stil haben wir einfach eingebaut. Aber das sind jetzt alles keine oberdramatischen Sachen. Was sehr, sehr auffällt, ist in der Küche, das haben wir jetzt nochmal ganz neu eingebaut. Das ist eine kleine Kombination. Um ungenutzten Platz so ein bisschen auch wegzumachen. So eine Kombination zwischen IKEA-Heck und Stil-Produkten von dem Timo in Schwarz. Die alles schönste magnetisch. Farbe der Welt. Finden wir sehr, sehr schön. Ja. Zebra-Rollenhalter und so weiter. Okay, jetzt kommen wir wieder ins Quasseln. Das war es eigentlich so im Großen und Ganzen, was wir alles eingebaut haben. Wir haben mit Sicherheit irgendwas vergessen, wie zum Beispiel unseren Alpfilter, den haben wir vergessen. Alpfilter. Oder die Thoma Duo Control, das wir von Alugasflaschen mittlerweile drin haben. Das sind so Kleinigkeiten. Die großen Unterschied teilweise machen, ja. Wir haben erst 2x 11 Liter Stahl drin. Genau. 2x auf Alu dann gegangen. Gutes Duo Control ist natürlich, also, das ist natürlich so ein Ding, ja. Normalerweise müsstest du während der Fahrt ausbauen. Jedes Mal müsstest du nach hinten, müsstest zudrehen und dann wieder. Also Duo Control ist auch ein absolutes Muss. Das war letztendlich, nach 2 Monaten haben wir das eingebaut, weil dann hatten wir nämlich schon dann hatten wir keinen Bock mehr, jedes Mal an und auf und zu zu machen. Also die Durchreiche war auch ein absoluter Knaller. Ja, Game Changer. Ja, ja. Der Gasalarm, auch eine wichtige Sache. Das stimmt aber auch noch. Ihr merkt, man merkt gar nicht mehr, was man eigentlich so alles gemacht hat. Ja. Oder auch die ganzen zusätzlichen Feueranzünder, und USB-Anschlüsse und so weiter, was wir hinten haben. Ja, also, ihr habt bestimmt auch jede Menge Sachen gesehen. Wenn ihr Fragen zu irgendwelchen Sachen, die ihr jetzt hier gesehen habt, habt, einfach nachfragen. Ansonsten findet ihr ganz, ganz viele Sachen in unserem Amazon-Shop. Den werden wir auch, bevor das Video online geht, auf jeden Fall nochmal auf den neuesten Stand bringen. Genau. Da bekommen wir einfach eine kleine Provision und könnt ihr ganz normal, aber die für euch bleibt der Preis gleich. Genau. Ja, und ansonsten. Powerstation, Rabattlinks, Codes, alles mögliche für alle möglichen Sachen, die euch eventuell gefallen, auch die ganzen Stilprodukte und so weiter, bekommt ihr Rabattcodes. Genau. Da einfach nachgeschaut. Ja. Auch was wir nochmal definitiv verlinken, ist das erste Video nach einem Jahr, das Fazitvideo. Genau. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Das verlinken wir euch noch.
Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Genau. Und wenn euch das Video gefallen hat, einfach mal Daumen hoch. Und falls ihr irgendwelche Erfahrungen, Anregungen oder sonst irgendwas, haut es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Wir sagen lieben Dank fürs Zuschauen und sagen macht's tschüss. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.